Sehr geehrte Freunde eines freien und demokratischen Irans, Salam Ashraf, Salam, liebe Freundin Ashraf. Was soll man so klugen und engagierten Ausführungen noch hinzufügen hier aus Berlin? Danke an alle Redner, die heute hier sind, und ganz besonders danke an Frau Professor Südmus, an Herrn Professor Verheugen, an Herrn Professor Feltschig. Danke, dass Sie da sind. Wir haben uns heute hier im Abgeordnetenhaus Berlin versammelt, um unserer Forderung nach einer humanitären Lösung der Probleme von Camp Ashraf Ausdruck zu verleihen. Wir wollen den Bewohnern von Ashraf City unsere Solidarität und Unterstützung zukommen lassen. Viele Grüße nach Ashraf. Es geht nicht an, dass wir in Deutschland dazu schweigen. Es geht nicht an, dass wir wegsehen, wenn 3400 Iranerinnen und Iraner, Gegnerinnen des klerikalen Regimes in Teheran, Ashraf symbolisiert den legitimen, starken, organisierten Widerstand im Iran. Und deshalb unterstützen wir ihn auch von hier, von Berlin aus. Ja, die Situation in Ashraf City, die entstanden ist in den vielen Jahren, ist eine äußerst schwierige. Umso mehr müssen europäische und auch deutsche Diplomaten ihre Chancen, ihre Möglichkeiten nutzen, um alles zu tun, um die Situation der Bewohner von Ashraf zu verbessern. Die Menschen in Ashraf brauchen angemessene Unterkünfte, sie brauchen ausreichend Nahrung, angemessene medizinische Versorgung. Sehr geehrte Damen und Herren, deutsche Politiker hätten feststellen können, dass die Unterstützung von oppositionellen Iranern Chancen für das geschundene Land bergen, die zu unterstützen auch von deutscher Seite gut anstehen würde. Wenn wir also hier heute von Berlin aus einen menschlichen Umgang mit den Bewohnern von Ashraf City fordern, schließen wir uns damit auch den Forderungen nach Demokratisierung des Irans an. Und ich wünsche, dass wir lange Kraft haben, um diese Forderungen endlich auch im Iran umzusetzen. Es lebe Ashraf. Dankeschön.